Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Freizockt auf 1 2013 im Classic GP 80er Jahre WM-Modus. Was soll ich sagen? Langer Name und im Prinzip fahren wir hier nur die 80er Autos. Und ja, wir sind heute auf Silverstone und es ist wolkig. Und ich bin hier noch am Hin- und Herrücken von meinem Stuhl und bin am Überlegen, welches Setup wir wählen sollen. Ich würde sagen, wir gehen diesmal wieder nicht auf ultraschnell. Wir gehen also nicht auf maximale Highspeed. Mit ultraschnell hat das ja wenig zu tun, sondern wir nehmen noch ein bisschen Downforce mit. Ist halt die Frage, ja, ich würde sagen, das hier ist schon, also das da muss so sein, ungefähr. Und dass wir noch ein bisschen Abtrieb haben in den Kurven, aber so generell auf der Geraden auch schnell genug sind, weil der Flügel eben flach genug steht. So, wir werden wieder an der grandiosen Stelle rausgelassen und ich habe natürlich mit diesem Auto diese Strecke noch nie geübt und deshalb habe ich keine Ahnung, wie toll oder wie schlecht wir da fahren. Und da ist der andere schon an uns vorbeigezogen, weil ich zu stark auf die Bremse gelatscht habe. Weil auch dieser Kurs mittlerweile viel weiter ist, als wir das noch gewohnt sind. Außer für 1 2012. So, da habe ich zum Beispiel auch gelupft, eben genau aus diesem Grund. Und spielt keine Rolle. Also eigentlich fährt sich das Auto hier super. Vor uns ist Schumacher, das heißt, das vor uns ist die Pole Position. Oh Mann, ja. Oh, wir rutschen brutalst hier. Ich habe sogar gelupft. Normalerweise kann man da voll fahren. Aber mit den Autos hier fahre ich da gar nichts voll. Da kacke ich mir ins Hemd. Sorry, wenn ich das so sage, aber ey, das ist echt hardcore hier. Irgendjemand hat ins Kommentar geschrieben, ein Stück Seife fährt sich besser und das stimmt. Oh Mann, ey, dieses Auto zu kontrollieren und auf Linie zu halten, ist eine Kunst für sich. Tja, so, wo sind wir gelandet? Na, wenigstens auf Platz 8, heißt, wir sind nicht ganz ab vom Schuss. Man sieht auch hier wieder Williams FW07B, das ist die Schrottkarre hier in diesem Modus. Und die Ferraris und die Williams FW12, das sind hier die Top-Autos. Und ja, wir mit Lotus sind so ein Mittelteam. Beide Lotus-Fahrzeuge sind so ein Mittelteam. Das eine passt die Strecke besser, im anderen passt die Strecke besser und so weiter. Naja, wie auch immer. Also, wir starten zumindest mal nicht von ganz hinten. Haben wir schon mal einen kleinen Vorteil. Ich bin am Überlegen, nee, wir stellen nichts um. Wir fahren exakt mit dem Setup, mit dem wir uns qualifiziert haben und hoffen, dass wir die 5 Runden gut überstehen. Ich hätte da noch eine Idee für ein weiteres F1-Let's Play, wenn wir das hier hinter uns haben. Allerdings dann nicht über 13 Rennen, sondern ein paar weniger. Und ja, ich bin da noch am Überlegen, ob ich das machen soll oder nicht. Wird sich noch zeigen. So, warum mache ich das hier? Damit wir besseren Grip kriegen, mache ich das hier. Wow, ja. Da steigst du auf die Bremse, um die Kollision zu verhindern. Und ab geht's natürlich dann in dem Moment, wo man auf der Bremse steht. Dann fahr mir nicht rein, sondern fahr vorbei, Mann, du Hörn. Da fährt der mir noch ins Heck. Das ist so das ultra cool hier. Ja, der fährt mir schon wieder in die Karre, ey. Wie viel Platz soll ich noch lassen? Was ist das hier? Need for Speed Rivals? Da bin ich KI gewohnt, die mir ständig ins Auto fährt.
So, und ich glaube, das ist schon fast mit der beste Platz, den wir kriegen können. Weil alles andere, was vor uns ist, ist auf dieser Strecke entweder besser, hat mehr Grip, mehr Abtrieb. Ihr seht es auch, wir kämpfen hier nur gegen unseren Teamkollegen. Die anderen sind weiter vorne. Oder eben weiter hinten. So, und wir haben schöne dreckige Reifen, können nicht richtig raus. Hacking zieht hier durch und hier kontern hier. So, das kann er mal nicht. Jetzt hat er wieder die bessere Linie. Wir schneiden ihn ein bisschen. Ja, das ist hier ein Bullshit, auf gut Deutsch gesagt, weil die Karre hier wie ein Stück Seife fährt. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Oh Mann, ich verschieb meinen Tisch hier, weil ich so am Lenkrad zahle. Und das Auto reagiert trotzdem nicht. Mann, ich gebe ja echt hier fast alles. Tja. Um die Karre irgendwie auf Strecke zu halten und irgendwie schnell zu sein und da vorne ranzukommen. Aber es führt nur zu schmutzigen Rädern, zum Verlassen der Strecke und dazu, dass ein Heck ihn wieder aufholt. Aber nach hinten konnten wir uns schon ein ganz gutes Stück absetzen. Nach vorne kommen wir aber kaum bei. Oh, brech doch nicht aus, Mann. Das ist doch nicht normal. Ich bin schon bei über 100 km/h auf einer Geraden. Und der rutscht mir immer noch im Arsch weg. Mann, Auto! Oh, ey! Was habe ich denn so Schlimmes gemacht, dass der jetzt so anfängt zu rutschen? Die ganze Zeit hat es doch super funktioniert. Schlagartig, Grip weg. Auto ist nur noch am Wegrutschen. Ja, wir haben hier nur unseren Teamkollegen zum Fighten, habe ich so einen Eindruck. Und wir sind eigentlich schneller als der. Ja, aber wir rutschen mehr. Das Auto schaltet mal wieder nicht runter. Ja, weil wozu soll das Auto auch runterschalten? Wozu habe ich Automatikgetriebe eingeschaltet? Also machen wir es wieder per Hand. Dann wissen wir wenigstens, dass er runterschaltet. Dann können wir wieder schneller fahren. Das ist ein Drama, ey. Der beschleunigt nicht auf der Geraden, wenn ich das Gas runterdrehe. Das interessiert den gerade mal gar nicht. Ja, super, da bricht er mir in der einen Kurve aus, dann kann ich den nächsten nicht optimal anfahren. Es ist echt ein Drama, die Bremsbalancen, alles ist auch normal, ja, es ist nicht, ich habe da nichts großartig verstellt.
Ja, jetzt wollte ich beim Hochschalten auch ein bisschen helfen und verschalte mich sauber. Ja, und da haben wir die Linie versemmelt und das war's. Tschüss, Ecken. Mach's gut. Grüß das Team, wenn du im Ziel ankommst. Na, vielleicht können wir uns wieder rankämpfen, aber es wird nicht reichen. Wir haben, glaube ich, nur noch eine Runde. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Ja, wen interessiert das? Wir haben hier eh keinen DRS. Boah. Du fährst auf Linie. Und auf einmal bricht dir die Karre aus, ey. Auf der absoluten Geraden. Ich hab den nur rollen lassen, ey, langsamer geht nicht und pff, keine Chance, der kriegt die Kurven ab. So, die Räder sind mittlerweile auch schön kaputt gebremst. Ich gebe hier alles, um die Karre irgendwie ohne Slide und ohne Rutschen auf der Strecke zu halten. Hey, es gibt's einfach nicht. Schon wieder rausgerutscht. Ich krieg die Kurven ab. Ich bin mal gespannt, wie das im Ketterhemm wird. Müsste eigentlich ein bisschen besser gehen wie mit dem Hobel, wobei ich habe schon öfter festgestellt, dass der hier auf manchen Strecken besser liegt wie der Ketterhemm. Boah. Tja, so. Das war nix. Alle waren schneller als unser Lotus und sogar unser Teamkollege hat es nicht wirklich geschafft wegzufahren. Ich meine, guckt euch das an, wir fahren direkt hinter dem. Wir haben fast identische schnellste Rundenzeiten gefahren und tja, Berger, Menzel, Schumacher, alle schneller, 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 schneller und die anderen alle langsamer. Das liegt halt einfach, es sind halt, die Autos sind so unterschiedlich. Eigentlich müsste man 10-mal den Team Lotus 100T antreten lassen gegeneinander, um das irgendwie ein bisschen fair darzustellen. So, wir haben es allerdings geschafft, hier Mario Andretti hinter uns zu lassen und werkeln dran, ja, weiter nach vorne zu kommen. Und vielleicht können wir unserem Teamkollegen noch helfen, dass wir noch Emerson Fittipaldi ausbremsen. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie hin. So, weiter geht's mit dem 2. Grand Prix. Ich habe ja gesagt, ich fahre jetzt immer 2, dass wir hier zu einem Ende kommen. Dann lassen wir mal hier ein bisschen Ladebildschirm durchlaufen. Ja, die Karren, also ich weiß nicht, ich habe mich dafür Autos entschieden, ey, beim besten Willen. Da habe ich einen Fehler gemacht, wirklich. Da hatte ich einfach auf, was weiß ich, die besten Autos gehen sollen, die ich kriegen kann. Dann würde ich vorne rumfahren und jeder wird mich feiern, als der weiß, was er tut. Und so rutsche ich durch die Gegend und jeder gibt mir Setup-Tipps. Das hat wenig mit dem Setup zu tun, glaubt's mir. So, da hinten haben wir die ganz schnelle Gerade. Da müssen wir eigentlich, müssen wir da richtig flott sein. Eigentlich ist das eine Strecke, wo wir richtig flott sein müssen. Boah. Was für ein Setup nehmen wir da? Höchstgeschwindigkeit und dann nehmen wir noch ein bisschen Abtrieb mit. Ein bisschen Abtrieb wird nicht schaden. So, schön. Wir fangen schon mit einem dreckigen Vorderrad an. Eingesaut, wohlgemerkt, wurde das Ganze im Video, also in der Einführungs-Cutscene, nicht von uns.
Tja, Menzel mal wieder ziemlich schnell unterwegs hier. Ich meine, wir haben einen Vorteil, dass ich die Strecke ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen kenne. Ich meine, Nürburgring. Wenn ich Nürburgring nicht kenne und Hockenheimring nicht kenne, dann bin ich kein deutscher Motorsportfan. Deshalb können wir hier eigentlich Chancen haben, mal richtig weit vorne uns zu qualifizieren. Boah, aber das Handling von dem Auto ist so crap. Tja, Menzels wieder geschafft vorbeizukommen. Eins, zwei kleine Fahrfehlerchen und schon war's das. So, ich weiß nicht, ob wir uns vorbeigebremst haben, ist mir auch ziemlich schnuppe. Ich fahre hier mein Qualifying und Spitzenstar, dass ich jetzt wieder vorbeigeschafft. Na immerhin, wir sind auf Startplatz 3 und mal deutlich schneller als der Teamkollege. Fast eine Sekunde. Setup und Fahrer passen auf diese Strecke, das passt schon mal. So, dann starten wir mal das Rennen und gucken mal, ob wir den Platz 3 verbessern oder halten können. Oder ob das völlig in die Hose geht. Ja, wir fahren auf Profi, da sehen wir es nochmal. Was ist denn nun los? Hallo? Ah, ich dachte schon, hä, was macht denn jetzt? Wieso lädt er denn so lang? Das war wohl wegen der Cutscene. Ich war schon verwirrt und dachte, er spinnt jetzt weiter zum nächsten Rennen. Wir dürfen gar nicht fahren. So, also, wir haben hier, wie gesagt, den Nürburgring. Und dürfen da jetzt mit unserem Lotus fahren. Und das machen wir auch gleich. Brauchen wir gar nicht mehr lang irgendwas umzustellen. Das wird schon prinzipiell so passen. Wir fahren auf einem Standardgemisch und wir fahren... ja, mit allem Standard. Allem, was wir haben, fahren wir Standard und ich schraube da gar nicht lang dran rum. Weil eigenes Setup, da traue ich mich mit so wenig Erfahrung in den Autos überhaupt nicht ran. Ein Kettehemd drehe ich ab und zu ein bisschen, aber hier nicht. So, Menzel hat auch schön durchdrehende Räder, hat den Start nicht ganz so gut hingekriegt. So, da ist Schumacher, der fährt einfach rüber, der drängt uns ab. Was der kann, können wir schon lang. Lenk ein, Karre. So, und wenn das klappt, dann sind wir auf 1 und können uns gleich ein bisschen absetzen, wenn wir keinen groben Fahrfehler machen, und dann machen wir uns schon. Da geht Schumacher schon innen vorbei. Ja, ich mache eher einer wie der. So, wir kommen saugut hier raus und wir sind eigentlich sogar schneller, wenn ich das richtig sehe. Gott, hat der einen Funkenflug. Ja, fährt Kampflinie. Wird ihm aber nichts bringen, oder? Doch, bringt ihm was. Schickt uns hier böse über den Kopf. Wir fighten wild und das führt natürlich Menzel ran. Oh, wir haben berühren uns. Er verliert die Kontrolle. War es ein Dreikampf hier vorne?
Ja, in den Spiegel gucken, wo sich Menzel aufhält. Boah, ich bin hier nur am Auslenken, am Gegenlenken, am Abfangen. Von Ideallinie kann man hier schon lange nicht mehr sprechen. Ich sag mal, die Strecke liegt mir ganz gut und die scheint auch im Auto ganz gut zu liegen. Sieht man ja auch am Teamkollegen, der hat auch mal wieder ein gutes Qualifying-Ergebnis eigentlich reingeholt. Oh Mann, jetzt bin ich gerutscht im Kurvenausgang. Ja, aber hier können wir vielleicht ein bisschen aufholen. Da sind die ein bisschen ängstlicher als ich. So, und hier kommen wir besser raus. Wir ziehen innen durch. Wir drücken ein bisschen nach außen. Bremsen uns wie ein Bekloppter hier auf diese Schikane zu und haben Position 1 wiedergeholt. Und das ohne irgendeine Kollision, Wegschubsen oder sonst was. Einfach nur mit Fahrgeschick. Und das habe ich dann ab und zu doch mal. So, wir liegen vorne. Die anderen beiden fighten hinter uns. Ich hoffe, dass die schön fighten, dass sie sich schön aufhalten und wir uns absetzen können. Oh, geh rum, geh rum, geh rum, geh rum. Oh nein, nicht so weit rum. Bleib auf Linie. Bauchgrip auf. Beschleunigt nach vorne. Das ist das Hauptproblem. Ey. Dieses Auto, das beschleunigt zwei Kurven nach vorne. Und ab dann fängt er an, sobald man das Gas berührt, hinten auszubrechen. Und wenn ein Auto nicht nach vorne fährt, wenn man das Gas tritt, sondern anfängt quer zu gehen, dann ja, könnt ihr euch vorstellen, wie sich so ein Auto fährt. Kann man sehr gut kontrollieren. Wow, so. Wir können uns ein bisschen absetzen, das ist schick. Boah, setzen wir hier auf. Ja, aber so aufsetzen wie ein Schumacher tun wir trotzdem nicht. Bei dem sind ja die Funken geflogen. Ja, sieht ganz gut aus, wie das läuft. Wenn wir die Position halten können, ist das unser erster Sieg, oder? Und das noch beim Heimrennen. Aber ich habe so das Gefühl, da kommt noch was von den Jungs, die hinter mir sind. Hier um diese ich eier mich drumrum Kurven. Da ist der Fight am härtesten mit meinem Setup. Da liegen die ein bisschen besser. Ich glaube, die fahren mehr Flügel. Ich glaube, die fahren einfach durchschnittliches Setup der Computer. Deshalb habe ich ein bisschen auf den schnellen Stellen hier einen kleinen Vorteil und die in den Stellen, in den Abtrieb gefragt ist, wobei das hier ist keine Abtriebsstelle, das ist eine schnelle Stelle. Die fährt sich relativ gut hier in dem Spiel. Da gab es schon andere Formel 1 Spiele, da habe ich da am Lenkrad gehangen und habe gebetet, dass ich nicht abfliege. Hier hatte ich die Sorge jetzt generell noch nicht. So, wir sind auf neuestem, schnellsten Rundenversuch sozusagen. Beschleunigt, auch ein Berg hoch, verdammte Hacke nochmal. So, da kommt Startziel und es geht noch eine Runde. Na super.
So, da rum. Das Problem ist, das Auto rutscht immer mehr. Das rutscht und rutscht und rutscht. Ey. Ich habe keine Ahnung warum. Ist das dieses, ist Robert den Track ein? Oder was? Ich habe noch irgendwas geschrieben, um irgendwie eine Fairness herzustellen. Dass er bei schnelleren Systemen irgendwie den Kurs rutschiger machen, damit die Leute nicht so schnell sind. Das ist natürlich genauso unfair. Weil ich viel mehr am Kämpfen bin, wenn das Auto die ganze Zeit rumrutscht. So, ich hoffe, ich kann mich hier nochmal ein Stück absetzen. Kann die Kontrolle übers Rennen behalten. Nein, 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 nein. Oh Mann. Oh. Immer in der letzten Kurve. Du hast eine Zeitstrafe erhalten. Warum? Weil der zu schäl ist, mir auszuweichen, oder was? Ey, mein Auto ist krumm und schief. Ich habe einen kaputten Reifen, der ist platt. Ja, ich kann das Auto nicht mehr kontrollieren. Ich habe einen kaputten Reifen. Kaputter Vorderreifen. Mann, das darf doch nicht wahr sein, ich krieg's kotzen. Da liegst du auf 1 bis in diese fucking scheiß letzte Kurve. Kommst mit dem Vorderrad ein bisschen in den Dreck und schon zerrobt's dir das Auto, das ist doch nicht mehr normal sowas. Boah. Gott, bin ich gerade bedient, ey. Ein Fahrfehler in der vorletzten Kurve. Mann. Da liegst du auf 1 und dann ein Fahrfehler in der vorletzten Kurve. Der rutscht aber auch, ey. Je länger so ein Rennen geht, umso mehr rutscht dieses Scheißding durch die Gegend. Die Räder waren noch nicht so weit, dass der hätte so rutschen sollen. Ey, ich versteh's nicht. Ich habe keine Ahnung, wo hier genau das Problem liegt. Das ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, wo ich gegen Rennende wirklich froh bin, dass das Rennen endet, weil ich nur noch am Kämpfen bin mit dem Scheißding. Ah, warum habe ich nur so ein Auto gewählt? Warum habe ich nicht einfach ein Ferrari oder ein Williams genommen? Hä? Nee, ich muss es mal wieder Hardcore machen, ja. Na gut. Häkkinen schließt vor Fittipaldi ab und kommt wieder näher. Ein Punkt liegt er noch hinter dem. Und an uns ist Andretti wieder vorbei, weil, naja, letzter, ne? Hab mich ja selber abgeschossen. Bei der Rückkehr auf die Strecke knallt noch einer in mein Auto, wo ich denke, ey, der hätte auch ausweichen können, oder nicht? Bisschen Krips dabei und schon fährt er an der richtigen Stelle vorbei. Naja, komm, wurscht. Brauchen wir nicht drüber streiten. Es ist, wie es ist. Ich sage an der Stelle einfach mal danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt F1 2013. Macht's gut. Bye, bye.